Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es hat sich ein bisschen was angesammelt, was ich euch heute mal in diesem Haul zeigen möchte. Und was zum einen daran liegt natürlich, dass durch die ganzen Adventskalender jetzt super viele weitere Videos hier auf diesem Kanal zu finden sind. Und ich halt durch die Adventskalender auch das ein oder andere dann immer mitbestellt habe, weil das ergibt ja durchaus Sinn, ne? Und wenn du Bock drauf hast, meine Neuzugänge hier begrüßen zu wollen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst möchte ich euch super gerne auf die Detox-Denim-Kampagne von Armed Angels aufmerksam machen. Ich habe auch dort wieder eine Kooperation am Start und darf euch auch den Code CLAUDISWELT15 für 15% Rabatt an die Hand geben. Es geht einfach darum, dass Armed Angels sagt, naja, wir können mit einer Jeans jetzt nicht die Welt retten, ne, ist klar, aber man versucht es halt nachhaltiger zu gestalten und den Impact so gering wie möglich zu halten. Heißt, man macht auch darauf aufmerksam, wie man die am besten pflegt, dass man eben nicht nach dem Einmaltragen sie direkt in die Wäsche haut oder so, ne, sondern dass man da auch einfach ein bisschen Aufklärung betreibt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also wir finden bei Armed Angels die Detox Denim Kampagne, ne, und durchaus zeitlose und nachhaltigere Mode. Ich durfte mir auch wieder zwei Teile aussuchen und möchte euch die auch super gerne in diesem Video einmal vorstellen. Was ich super, super interessant finde, ist, dass wir hier eine nachhaltigere Denim haben, weil hier keine gefährlichen Chemikalien bei der Produktion verwendet werden und so der CO2-Fußabdruck natürlich deutlich geringer ist, ne? Und so schaut die Jeans aus. Oh mein Gott, die sieht so geil aus, wenn ich die anhabe. Es ist wirklich großartig. Und ich bin ja nicht so der Mega-Jeans-Fans mehr gewesen. Und Armed Angels hat mich da einfach mal überzeugt, dass es doch ganz sinnvoll ist, einfach mal auf den Slow-Fashion-Zug aufzuspringen und zu sagen, okay, ich investiere auch in ein bisschen höherwertige Qualität, habe dann aber auch einfach mal ein paar Jahre länger was von einem Produkt. Macht einen richtig schönen Knackpo und das gefällt mir einfach. Ja, und dazu kombiniert, habt ihr ja auch in dem Einspieler schon gesehen, durfte ich mir noch ein Oberteil aussuchen. Das ist auch sehr, 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 sehr cool. Es ist sehr schlicht, eigentlich auch gar nicht so ganz mein Style, weil ich sonst auch gerne hier oben alles etwas freier habe. Aber es kommt jetzt ja der Herbst und da habe ich mir gedacht, gut, ein Rollkragenpullover ist nicht so ganz meine Welt. Aber ich finde es ganz schön, dass wir hier so eine Art, ist das Turtleneck oder so nennt sich das, ne, haben. Das ist ein relativ dünner Stoff, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Darunter kannst du jetzt nicht irgendwie einen schwarzen BH anziehen oder du willst, dass man deinen schwarzen BH sieht. Also das ist ein bisschen durchsichtig, ne, lässt ein bisschen was durchscheinen. Aber im Herbst trage ich ehrlich gesagt relativ häufig auch ein Unterhemd bzw. ein langes Top drunter. Und sitzt wundervoll. Ich habe eine großartige Armlänge, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil ich einfach auch lange Arme, lange Beine, also alles bei mir ist halt ein bisschen länger und dementsprechend passt das sehr, sehr gut. Und auch das kannst du halt sowohl ganz normal im Alltag tragen, weil das halt auch sehr, sehr bequem ist, ne? Aber halt auch schick. Und wenn man das halt einfach aufpeppt mit einer schicken Kette oder so oder das auch zu einem Rock trägt oder so, finde ich einfach sehr praktisch, dass wir hier die Möglichkeit haben, eben sehr zeitlose Produkte zu finden, die man echt gut als Basic-Teile verwenden und total klasse kombinieren kann. Und wir haben hier 100% Bio-Baumwolle, was ich einfach auch total toll finde, ne? Und ja, die Produkte kannst du dann einfach waschen und am besten dann Luft trocknen lassen. Das ist immer das Beste auch für die Materialien und natürlich auch für die Umwelt. Und ja, sehr, sehr cool. Ich bedanke mich von Herzen bei Armed Angels wieder für die Möglichkeit dieser großartigen Kooperation. Das ist eine ganz, ganz tolle Brand, die ich super gerne unterstütze. Und wie gesagt, aktuell bis zum 15. Oktober könnt ihr auch mit Claudis Welt 15% sparen. Schaut euch gerne auf der Homepage um. Die haben dort großartige Designs. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter mit diesem kunterbunten Haul. Ich bin so ein bisschen alphabetisch unterwegs, ihr kennt das von mir, ich bin ein bisschen freaky drauf. Gehe ich mal weiter zu DM. Ja, da sind ja ständig Adventskalender, die hier neu bei mir eintrudeln. Und dann packe ich das ein oder andere immer mal wieder in den Warenkorb. Und so ganz klassischerweise habe ich jetzt mal wieder von DM Bio den Erbseneintopf mitgekauft. Ist großartig, ne? Also das esse ich sehr, sehr gerne, vor allem mit Apfelmus, das ist meins. Mein Freund isst dann gleichzeitig hier den Linseneintopf mit Kartoffeln. Den mag er auch sehr, sehr gerne, auch wenn er vegetarisch ist. Ne? Oder ist er sogar vegan? Ich weiß es nicht. Vegan steht hier drauf, Tatsache. Und mag der. Also ja, und das ist dann einfach mal auch ein schnelles Mittagessen oder ein schnelles Abendessen, wenn man halt gerade irgendwie einfach keine Zeit hat, groß was zu kochen.
Weiter im Food-Bereich habe ich jetzt Rosinen mitgenommen. Die mache ich mir halt einfach gerne ins Müsli. Ne? Also ich mag super gerne Rosinen. Und ich hatte irgendwann mal so eine Basismischung gekauft, eigentlich mein Freund, aber er hat irgendwie das Interesse daran verloren, das weiterzuessen und hat sich da irgendwie anderes jetzt von meinem Müsli genommen. Okay, ich esse das dann auf und mache mir dann halt ein paar Rosinen rein, schnibbel mir ein bisschen Banane mit dazu und mache mir dann einfach ein paar Toppings drüber oder so, um das Ganze halt auch so ausgewogen und interessant für mich halt zu haben. Dann habe ich hier auch was zum Putzen mitgenommen, Staubwedelbezüge. Den Staubwedel an sich habe ich noch, ist jetzt hier von Profissimo und ja, das ist halt wie Swiffer, nur halt in günstiger. Und hier sind 10 Stück drin, kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Und wir haben sehr, sehr viel Staub bei uns in der Wohnung, weil wir halt sehr ländlich wohnen. Und ja, da geht halt einiges, ne? Kannst nicht, also kommst du nicht drum herum. Dann habe ich von Balea Magical Fairy Tale eine Fußcreme mitgenommen. Nicht nur, weil das eine Limited Edition ist und die wunderschön aussieht, mit magisch verwunschenem Duft, okay. Und ja, mit dem Igel und so, das ist ja die Herbst Limited Edition, ne? Sondern auch, weil ich Fußcremes einfach toll finde. Natürlich habe ich jetzt einige Adventskalender und dadurch dann auch entsprechend Fußcremes hier, aber ich verwende jeden Abend sowas und das finde ich einfach sinnvoll. Das wollte ich sehr wahrscheinlich bei meiner Schwiegermama hinstellen, weil da ist Julius ab und an mal und die haben halt auch eine Badewanne. Und ja, die passt halt einmal in der Woche auch auf Julius auf. Und wenn dann einfach mal nur der Mann ist, dass sie dann Julius baden kann, dann hat sie was da. Und das ist einfach von Babylove, ultra sensitive, reichhaltige Bademilch mit Mandelöl, parfümfrei und so weiter und so fort. Ein veganes Produkt. Und ich, ja, habe mir gedacht, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wir haben jetzt hier auch eine Badewanne, aber ich habe eigentlich einen Badezusatz. Es ist parfümfrei, Claudi, warum riechst du dran? Ja, weil manchmal solche Produkte auch so ein bisschen nach Babysachen halt riechen. Auch so ein neues Produkt, was ich einfach wegen der Kirsche so geil fand und mitnehmen musste. Cremeöl Bodylotion von Balea, trockene und beanspruchte Haut. Ich hoffe einfach, dass das eine von den Bodylotions von Balea ist, die nicht weißeln. Ich habe leider sehr, sehr häufig das Problem bei Balea, dass die Produkte auf meiner Haut weißeln. Und hier hoffe ich, dass es nicht so ist, denn ich liebe Kirsche. Oh, bitte sei toll. Bitte riech gut. Ganz dezent. Mal gucken, wie das dann auf der Haut ist. Ne? Mal gucken. Ja. So, dann, das muss ich unbedingt jetzt auch direkt mit runternehmen, denn das hätte ich heute Morgen schon gebraucht, habe ich hier von Dontodent mir das Mundwasser geholt. Das ist sensitiv ohne Alkohol und das verwende ich halt jeden Morgen und manchmal auch so zwischendurch über Tag. Mal gucken, ne? Also, ja, finde ich sehr, 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 sehr gut. Und das ist nicht so scharf und das finde ich sehr angenehm, dass es das nicht ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen Putzkram mitgenommen. Einmal von Denk mit so ein Essigreiniger. Wir haben super kalkhaltiges Wasser hier. Das ist unglaublich. Und hiermit hoffe ich einfach, dass wir so ein paar Kalkflecken auch wegkriegen mit Apfelduft. Ja, gut. Ne? Auch etwas, was ich mitgenommen habe, was jetzt in der normalen Größe ist, aber gleich habe ich hier noch was ganz Aufregendes, wenn ich zu Rossmann komme. Von Frosch, der Glasreiniger Spiritus, das ist einfach der beste Glasreiniger, den es gibt. Kann ich nicht anders sagen. Und Glasreiniger macht halt auch, dass das Wasser etwas weicher wird und deswegen ist Glasreiniger ein Glasreiniger, weil du halt keine Schlieren hast und das finde ich auch ganz angenehm. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen dekorative Kosmetik, den Multi Perfecta von Max Factor Facefinity. Das ist ein Concealer, der neu ist. Habe ich in der Farbe 1N. Das ist dieser hier. Da bin ich gespannt drauf, wie der so ist. Wahrscheinlich habt ihr den auch jetzt schon irgendwo schon mal gesehen. Ich stelle mir den schon mal zur Seite. Und genauso auch diese Lidschattenpalette, die von NYX. Da habe ich euch auch den Adventskalender gezeigt. Und tatsächlich ist das Design vom Adventskalender auch auf dieser Limited Edition drauf. Das ist die Ultimate Flamingo Frost Shadow Palette. Sieht sie nicht unglaublich cool aus? Also, ne, natürlich mit dem Pop of Colors schreibt die definitiv meinen Namen. Ansonsten hast du eigentlich eine relativ zurückhaltende Palette. Bin ich gespannt drauf, werde ich euch auch einen Look zu schminken. Ich mag das ja auch manchmal ein bisschen außergewöhnlicher. Ja, dann habe ich für meinen Freund etwas mitgenommen, das hatte Maxim empfohlen. Er hat gesagt, der Mann riecht dann unglaublich. Und das schauen wir uns mal an. Ein Deo von L'Oreal Man Expert, Barber Club, 48 Stunden Deodorant. Mal gucken. Ich habe jetzt ja auch den Adventskalender ausgepackt. Ich weiß noch gar nicht, ob der online ist. Das riecht schon gut. Das riecht schon richtig gut. Hm. Ja, kann er gerne verwenden. Dann für hier oben, da haben wir jetzt das Badezimmer endlich auch renoviert. Ich habe
ich versuche dort auch das Badezimmer so auszustatten, dass ich da auch ab und an mal duschen gehe oder baden gehe und so weiter. Das heißt, ich brauche da definitiv einen Rasierer. Und da habe ich mir jetzt hier den hier geholt von Balea Men. Die Klingen habe ich noch tatsächlich, weil ich hatte den auch schon mal. Das ist dieser Eco Shave 6 Klingen Rasierer. Und aus 85% besteht der Griff aus Kork. Das ist Gewöhnungssache, ne? Aber ja, ich mag den eigentlich ganz gerne. Und wie gesagt, die Klingen haben wir noch. Deswegen müsste das alles auch noch funktionieren. Und ich verwende am liebsten Männerrasierer, weil die am effektivsten tatsächlich sind. Dann habe ich mal wieder mitgenommen frische Sohlen von Balea. Ich habe Schuhgröße 41, deswegen habe ich Größe 39 bis 41 mitgenommen. Habe ich in allen Schuhen drin, die ich hier habe. Einfach so, ja, ich brauche es halt. Auch für hier oben, die kommen aber gleich in die Wäsche, habe ich Badematten mitgenommen. Zwei Stück, damit halt immer eine in der Wäsche sein kann, ne? Das sind halt so ganz klassische, die du auch so bei IKEA, glaube ich, findest, ne? Ja, sowas haben wir halt auch unten. Und super wichtig ist Rohrreiniger. Ja, weil braucht man halt, ne? Also durch die ganzen, wir müssen die Rohre reinigen. Mit Kraftformel, also für Küche und Bad kannst du es anwenden, steht hier auch drauf. Es ist auch super gut. Und wir verwenden tatsächlich auch lieber den flüssigen, weil diese Pulverdinger, die machen bei uns leider nicht so wirklich den Effekt, den wir uns wünschen. Dann habe ich bei Douglas Adventskalender bestellt und habe mir dann noch eine Foundation mitbestellt. Die Skin Augmenting Foundation, Serum Foundation ist, glaube ich, eine neue. Anti-Aging Lightweight, Lifting and Blurring, Buildable Coverage, Luminous Finish, Anti-Aging, Hyaluronsäure und Niacinamide 29 ml. Interessante Größe. Und genau, das habt ihr vielleicht auch jetzt schon gesehen. Vielleicht mache ich das auch mit den anderen Sachen zusammen. Wunderschön. Ich weiß nicht, an welche Foundation die mich erinnert. Ist es Guerlain oder sowas? Weiß ich nicht, aber irgendwo ran erinnert die mich. Und von dem Deo muss ich gleich irgendwie niesen. Steigt mir in die Nase. Hier weiß ich gar nicht, ob ich das auch bei Douglas gekauft habe. Ich glaube schon. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich zeige es euch jetzt einfach hier mal mit drin. Und zwar von Revolution. Oder? Habe ich das bei Look Fantastic bestellt? Keine Ahnung. Wir kommen gleich eh zu Look Fantastic, deswegen ist es Pelle, ne? Von Revolution den Liner Pau Longwear Liquid Liner Eyeliner. Das ist dieser hier. Wir kennen ja auch schon die 5D Lash Pau Mascara, die ich super gerne mag. Die schwarze. Und hier haben wir dann aus der Serie auch noch den Liner. Push the end of the liner and lay the pen float for 5 minutes. Achso, erstmal 5 Minuten hinlegen. Okay, also muss ich warten. Also wird er sich mit irgendwas vollsaugen. Wir warten es ab. Mal gucken, hoffentlich. Liegt jetzt hier an der Seite. Ja. Dann habe ich mir auch noch eine neue Foundation mitgenommen von XX Revolution. Skin Blur Soft Focus Skin Tint. Light Neutral Demi Matte Finish. Mit Peptiden soll das sein. Die schaut so aus. Erinnert vielleicht so ein bisschen an die von Nabla. Oder von Benefit. Keine Ahnung, muss ich auf jeden Fall mal gucken. Dann auch von Revolution habe ich mir Lippies mitgenommen. In der Farbe Icon habe ich jetzt hier einen. Und ich meine, dass diese Lippenstifte von Revolution auch ein ziemlich gutes Dupe sein könnten. Zum Beispiel für Charlotte Tilbury, da plane ich nämlich was. Auch mitgenommen habe ich mir die Farbe White Wedding. Das hilft euch jetzt nicht so viel, ne? Und dann habe ich hier auch noch von Revolution Pro Medium Bronze Glow Added Cream Bronzer mir gekauft. Und ja, das ist so ein Produkt, was ich jetzt auch schon öfters mal gesehen habe, was auch relativ gehypt sein soll. Bin ich mal gespannt, ob das was mit uns beiden wird. Der sieht auf jeden Fall aus wie so ein Handspiegel. Oh, ja, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir Freunde werden. Aber sieht also sehr interessant aus. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal weiter mit Look Fantastic. Da habe ich was zugeschickt bekommen. Ich kann mir immer mal wieder aus dem Sortiment was aussuchen für einen gewissen Wert. Und immer wenn ich da ein bisschen was über habe, packe ich auch was in den Warenkorb, was ich an euch weitergeben möchte. Und auch in diesem Video gibt es dann auch eine kleine Secret-Verlosung. Naja, ich glaube, es steht sogar im Titel drin, ne? Aber ja. Es gibt hier auch was zu gewinnen. Und zwar habe ich für euch dieses Pinselset einfach mal mitbestellt. Das ist von Spectrum Ibiza Set of 6 Brushes. Spectrum Pinsel sind unglaublich gut. Und die haben jetzt ja auch diese ganzen Reihen, die du dort hast mit den Städten. Ibiza, Mykonos und hast du nicht gesehen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich schicke euch mal auf die Reise nach Ibiza. Und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich ziehe es jetzt einfach mal so raus, dass ihr die Pinsel dann auch seht, ne? Wundervolle Pinsel. Ich liebe sie. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte euch auch wirklich daran teilhaben lassen. Genau, also was hier tatsächlich vielleicht...
Hallo. Vielleicht noch fehlen würde, wäre vielleicht noch so ein Blendepinsel oder so, ne? Aber du kannst auch mit diesem Shader eigentlich ganz gut arbeiten. Also das gibt es in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau super gerne einfach mal rein. Und ja, viel Erfolg bei der Teilnahme am Gewinnspiel. Ich packe das dann einfach mal zur Seite. So, dann kommen wir zu den Produkten, die ich ausgesucht habe, die ich dann euch auch in einem Schminki präsentieren werde oder schon präsentiert habe. Einmal von NYX habe ich hier den HD Studio Photogenic Concealer mit 3 Gramm. Das ist so ein relativ heller Ton. Und ja, ich plane da was, so ein kleines Dupe-Video. Vielleicht, mal gucken, vielleicht wird das was mit uns, ne? Dann von NYX das Matte Finish Make-up-Setting-Spray habe ich hier einmal mir dann auch ausgesucht. Da bin ich auch sehr interessiert dran. Ich habe in letzter Zeit auch einige Setting-Sprays verwendet und wo drauf stand, dass die matt sein sollen, aber die haben gar nicht wirklich mattiert. Also entweder lag das an der wirklich guten Base, die ich dann schon hatte, oder das Spray hat bei mir nicht mattiert und in dem Sinne eigentlich nicht funktioniert. Aber keine Ahnung, ich bin ja nicht traurig drum, wenn es nicht matt ist. Dann habe ich auch noch die Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect Very Black Mascara mir ausgesucht. Ja, ich finde die sehr, sehr schön. Dann habe ich hier auch noch eigentlich ein neues Puder und da bin ich sehr gespannt drauf. Bei Terry Mini To Go Hyaluronic Pressed Hydra Powder und da hast du 8 verschiedene Hyaluronsäuretypen drin, 2,5 Gramm. Ich habe mir einfach die kleine Größe mal ausgesucht, um euch eben noch das Pinselset organisieren zu können, Leute. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich habe das eigentlich in der anderen Variante auch da und da muss ich sagen, war es wirklich auch ein ganz kleines bisschen trocken. Vielleicht ist das hier etwas feuchtigkeitsspendender, weil Hyaluronsäure ist ja feuchtigkeitsspendend. Und dann habe ich hier noch 2 Parfums und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so ein Brocken wird, aber gut. Ja, einmal habe ich das Narciso Rodriguez Forever Forever. Das ist eine neue Duftrichtung. Das Eau de Parfum mit 30 Millilitern und die Parfümbeschreibung, Leute, die hat sich so gut angehört. Ich weiß auch nicht, warum ich aktuell so auf dem Dufttrip bin. Ich glaube, dass ich zu viel Jennys Highlights geguckt habe. Die Frau fixt mich immer wieder an. Das ist die Edition übrigens zum 20-jährigen Firmenjubiläum offensichtlich, weil das steht so da drauf. Und so schaut der Flakon aus. Wirklich extrem schön, ne? Ich sprühe das mal hier in den Behälter rein. Oh, ich rieche es jetzt schon. Das ist wirklich ein bisschen schwerer. Sehr blumig. Für mich definitiv ein Abendduft. Aber ich finde den schön. Mag ich. Toller Duft. Oh, sehr erwachsen riecht der auch, finde ich. Also mag ich sehr, sehr gerne leiden. Ich hoffe, dass er mir keine Kopfschmerzen verursacht. Und dann habe ich hier noch das nächste und zwar von Marc Jacobs Dot. Warum bist du so groß? 50 Milliliter, deswegen wahrscheinlich. Ich hatte noch nie einen Marc Jacobs Duft. Es ist jetzt unser erstes Mal hier. Okay, wow. Wenn man sich das anguckt, ne? So eine riesige Verpackung und dann dieses Parfum da drin ist schon opulent. So kann man es nennen. Okay, sieht wunderschön aus. Also es ist so ein bisschen wie ein Marienkäfer, der mit einem Schmetterling kuschelt. Und der Schmetterling hat irgendwie auch noch eine Perle mit am Start. Und da hatte ich irgendwie gelesen bei der Parfümbeschreibung, dass es etwas verspielter sein soll, was natürlich dann auch ein schöner Kontrast für mich persönlich mit dem Narciso Rodriguez wäre. Das riecht halt eher fruchtig, ne? Mega angenehm. Das ist für mich auch ein Tagduft. Oh, und ihr bekommt halt auch die Produkte bei Look Fantastic mit Claudie Welt, also ohne S, das gibt es nicht mehr. Falls nicht in dem Rabattcode, immer den maximalen Rabatt. Also sowohl auf den ultra geilen Adventskalender, wo auch mein allerliebstes Wimpernserum drin enthalten ist, als auch auf die ganzen anderen Produkte, die ihr dort im Onlineshop findet. Also schaut dort einfach mal super, super gerne vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir den krönenden Abschluss einfach mal mit Rossmann. Denn auch dort habe ich einige Adventskalender bestellt und das ein oder andere weitere in den Warenkorb gepackt. Zuallererst hat Isana eine neue Tuchmaske rausgehauen. Vitamin C und Koffein, da bin ich ja direkt mit dabei. Wake-up-Effekt mit Vitamin C, Vitamin E, Orangenextrakt und Koffein. Schaut so aus. Also das ist eigentlich eine Maske, die du eher morgens verwendest. Ich bin ja eher morgens so der Typ für
Crememasken und abends für Tuchmasken. Aber ich glaube, das kann ganz geil sein, wenn ich wirklich mal eine Nacht nicht ganz so gut schlafen konnte. Dann habe ich etwas mitgenommen, was ich einfach super süß fand. Ich habe eigentlich gar keine Herbstdeko oder super wenig. Ich weiß nicht, ob das bei mir dann reinkommt oder bei Julius ins Zimmer. Eine LED-Lichterkette mit 4 verschiedenen Motiven. Ja, also hier könnt ihr sie sehen. Ich mag einfach die Rossmann-Ideenwelt. Die haben echt so süße Sachen da drin, ne? Oh Mann. Ich weiß nicht, ist das mit Steckdose oder ist das mit Batterie? Weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr, sehr cool. Auch etwas für Julius. Das dauert noch ein bisschen, ne? Aber der wird ja im November ein Jahr. Und dann haben wir hier ein Babypuzzle und da hast du dann verschiedene Obst- und Gemüsesachen und das fand ich eigentlich echt cool, ne? Dass man da auch einfach schon ein bisschen puzzeln kann. Und der macht halt auch manchmal so Sachen. Also er hat zum Beispiel eine Matte, diese Hakuna-Matte, ne? Und er puzzelt es alles auseinander, ne? Zusammengepuzzelt hat er das noch nicht, aber selbst wenn er das nur auseinander puzzelt, ist mir egal, hat er seine Freude und das ist super. Dann kommen wir mal zu einem kleinen Klopper. Ich habe euch ja eben schon den Spiritus-Glasreiniger gezeigt. Wenn er aufgebraucht ist, ist die Flasche ja immer noch gut. Und da hat Rossmann was, wo ich mir gedacht habe, ey, das macht einfach Sinn, ne? Warum soll ich mir immer die Flasche neu kaufen? Habe ich mir einfach mal 5 Liter davon gekauft. Kannst du dann halt immer nachfüllen. Macht doch Sinn, oder? Und wir haben halt echt einen guten Verbrauch davon. Und dann macht das halt Sinn. Hast du halt auch ein bisschen Verpackung gespart und so. Ich fand das gut. Ja, ist halt einfach schwer. Dann habe ich auch noch welche von diesen Alouette Kosmetiktüchern in der XL-Packung geholt. Ja, das ist halt auch weniger Verpackung und wir haben die halt ständig und überall im Einsatz. Braucht man halt irgendwie, ne? Das ist für Julius Rapsöl nativ. Ja, macht man halt in Babybrei mit rein, dass das Ganze einfach besser flutschig wird. Dann habe ich hier eine neue Mascara gefunden von Max Factor, die 2000 Calorie Pro Stylist Volume Lift and Hold. Ja, war da als neu tituliert. Die 2000 Calorie Mascara hatte ich mal irgendwo. Die hatten mir persönlich damals nicht so gut gefallen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist die jetzt besser. Die hat so ein Gummibürstchen. Und ist so auch ein bisschen abgeknickt, ne? Sieht interessant aus. Riecht soweit nach nichts, aber ich habe hier auch eben Parfüm und Deo gesprüht, ist klar. Okay, dann, oh, ja, das muss ich euch zeigen, Leute. Da hat eine Bambi-Kollektion von For Your Beauty. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wenn ihr das Video seht. Oh mein Gott. Also, ich habe zuallererst so ein Scrunchie mir mitgenommen. Also, ja, mit einfach einem Bambi Anhänger dran. Ich fand das schon süß, ne? Das ist schon süß. Und das kann ich in den Haaren gut tragen. Das ist so Champagnerfarben und mag ich einfach. Es ist sehr, sehr hübsch. Da habe ich halt ein Bambi im Haar. Fand ich cool. Dann habe ich mir auch mitgenommen so einen Spiegel. Und ich verwende diese Taschenspiegel ja auch immer, um meine Wimpern zu tuschen. Und die ich hier habe, sind halt mittlerweile echt ziemlich hin. Und ich mache das ja immer so. Ich habe euch sogar mal einen Short dazu erstellt. Guck halt so von oben rein und dann, oh, und hier hast du halt die Zweifachvergrößerung. Da sieht man halt echt gut was und da kannst du wirklich ganz, ganz toll Mascara auftragen oder generell als Taschenspiegel halt verwenden. Ein Kosmetikhaarband mit Bambi-Öhrchen. Schuldig. Ich mag sowas gerne morgens tragen, wenn ich halt meine Skincare halt durchziehe und dann auch eine Maske auf dem Gesicht habe, ne? Und dann habe ich auch noch dieses Set mitgenommen. Bambi Eyes Look. Ich weiß nicht, ob ich die Wimpernzange behalten werde, aber auf jeden Fall die Pinsel. Ansonsten ist es auch ein total schönes Geschenk. Ich weiß es noch nicht. Also die Pinsel von For Your Beauty sind jetzt nicht von überragender Qualität, aber sie sind halt okay. Da steht halt Bambi drauf und da ist auch ein kleines Bambi mit drauf. Abgebildet. Es ist schon süß, ne? Musste mit. Ich konnte mich aber weitestgehend noch mehr zurückhalten, weil es gab noch mehr in der Kollektion. Dann habe ich auch noch so Wärmepflaster. Das ist das letzte Produkt. Okay, für den Nacken mitgenommen. Das ist ein 4er-Set. Können wir hier einfach immer gut gebrauchen. Und ja, also ich habe jetzt tatsächlich gestern Schmerzen im unteren Rücken bekommen. Das war dann blöd, weil dann hätte ich das andere mitnehmen sollen. Aber egal, das hier war dann halt nun schon bestellt. Aber im Nacken habe ich auch super, super häufig Schmerzen. Ich mache mir da auch öfters Pferdesalbe und sowas drauf und ja, aber
Es ist halt so, wenn du da die ganze Zeit das Kind durch die Gegend trägst oder sonst irgendwie Kartons durch die Gegend schlürst, ne, dann hast du halt irgendwann mal Rücken. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt mal ein Haul gewesen, der einfach mal sein musste, um es so zu sagen, weil sich das Ganze angestaut hatte und ich wollte euch das gerne mal zeigen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat, dass ihr vielleicht auch ein paar Inspirationen mitnehmen konntet. Denkt auf jeden Fall an die Detox-Denim-Kampagne von Armed Angels. Da bekommt ihr jetzt 15% mit Claudies Welt 15 und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.